Da bist du endlich, Junge. Wo warst du denn die ganze Zeit? Oh, frag nicht, Alter. Ich hab noch die ein oder andere Rapperin für ein bisschen Promo flach gelegt. Ah. Aber ich will keinen Namen nennen. Ja, das kann passieren und das ist vernünftig. Schöne Uhr hast du da. Was ist das für eine Marke? Das ist eine Richard Mille. Richard Mille. Kann ich einsteigen? Natürlich, steig ein. So, warte, pass auf. Der Enzo Miglo wollte auch gleich kommen. Kennst du den? Wer ist Enzo Miglo? Den habe ich eben kennengelernt. Die haben mir geholfen, haben wir einen ganzen Titi-Twister weggeknallt. Okay, dann brauchen wir... Also da sollten wir uns heute nicht blicken lassen. Unbewaffnet zumindest. Bei Titi-Twister? Ja. Das ist doch ein Strip-Club. Richtig. Aber wenn ich da reinlaufe mit einer Erektion, das zählt schon als Waffe. Was soll ich dann machen? Hab ich ein Hausverbot. Das Problem kenne ich. Bei mir hat's da richtig geknallt. Ey, deine Stimme hört sich gut an. Im Private-Raum. Ja, ich hab wieder was gegessen. Nach der islamischen Sonnenwende, dann ist das mit der Stimme wieder in Ordnung. Oh, schau mal, was ich hier sehe. Was ist denn da Schönes? Ein Dreier, also drei Frauen. Drei Frauen? Ja, das ist ein Fünfer. Hallo? Ja, komplett. Hallo. Hi, Mädels. Hi. Hallo, wie geht's euch? Gut, dann selber? Ist das nicht Simon? Ja, kennst du mich? Wie hast du mich erkannt mit dem Helm? An deiner Jacke mit den Löchern. Tatsächlich. Du bist echt witzig. Wie ist denn dein Name nochmal? Sky. Wir haben uns heute kennengelernt. Ah, Sky, ja, stimmt. Tut mir leid. Ja, sowas frage ich meistens erst nach dem Sex und dem Preis. Aber heute war ich jetzt mal ein bisschen... Du musst mir nochmal eine SMS schreiben. Ich habe alle meine Nummern heute verloren am Nachmittag. Mein Handy hat gesprochen. Ehrlich? Mal zur Seite gehen, ja. Schreib mir nochmal so einen Punkt oder irgendwas. Simon. Ja. Was war deine längste Beziehung? Meine längste Beziehung, das war dann schon eine Nacht. Ich sag mal, da habe ich extra Aufschlag. Das war dann 400 Euro. Da habe ich ein bisschen was länger die Dame gebucht. Deine? Meine längste Beziehung war 10 Stöße. Ja, das ist auch... Interessant, ja. Sehr interessant. Ja. Sehr gut. Was war denn eure längste Beziehung, Mädels? Sky, hast du mit deinem Freund Schluss gemacht? Nein. Immer noch? Läuft noch, ja. Was machst du dann hier, du, zu später Stunde? Arbeitest du auch noch nebenbei für den? Grunde, ich weiß nicht, oder was ist das da für eine Beziehung? Ich küsse dein Herz, aber danke schön. Tatsächlich wurde der gerade angeschossen und ich musste zurückschießen. Der wurde angeschossen? Von wem denn? Ja. Von irgendeinem Random, wir wissen es nicht. Ach, braucht ihr da Hilfe? Ist schon erledigt, ich habe ihn schon erschossen. Ah, sehr gut. Was ist denn mit deinen zwei Freundinnen hier? Das sind Sophie und Haley. Warte mich. Hi, Sophie und Haley. Wie geht's euch? Wer bist du? Mein Name ist Simon. Simon Levive. Es gibt auch eine Dokumentation über mich auf Netflix. Ich glaube, ich hab die gesehen. Rumbler, danke dir. Nice. Ja. Und das alle. Neben mir ist Farud Ben. Das ist der Freund vom Kollegen. Farud Ben? Richtig, ja. Ich bin Farud. Ist das dein Security? Hi, Jesus. Der immer mit der gleichen Platte rumrennt? Ja, hast du Ananas verprügelt? Farud, hast du Ananas verprügelt? Hey. Oh, ich weiß gar nicht. Ist das ein Sprechgesangsartist? Dann wahrscheinlich ja. Wir brauchen ein Auto, Bruder. Damit das doch Blamage. Da fällt doch hier keine Frau drauf. Hier steigt doch keine Frau hier ein. Ja, ist auch wenig Platz noch für eine Frau, ne? Aber zwischendrin passt da noch was. Ja, das stimmt. Aber nicht. Aber das müssen wir schon, ich sag mal, die Geschlechtsmerkmalgröße des einen oder anderen Sprechgesangsartisten haben, damit hier noch was passt. Mhm. Ey, Simon, mich kratzt da irgendwas am Nacken. Was ist das? Am Nackenbereich. Ich sag mal, du weißt eben, mit der Erektion da, ne? Tut mir leid, Farud. Ey, das fühlt sich komisch. Hast du einen Schlagstock dabei? Ja, ich hab noch mein altes iPhone, das alte hab ich dabei. Ah, okay. Ich pack schnell ein Auto aus. Habt ihr ein Auto für mich? Nee, sehe ich so aus wie ADAC. Verpiss dich. Aber ich kann eure Stimmen nicht unterscheiden irgendwie. Der Simon und der Farud, die klingen irgendwie genau gleich. Ja, ganz genau. Das ist ja komisch. Schaut mal, Mädels, ich hab ein AMG. Wie heißt denn die Lara? Das zieht nicht. Das zieht nicht? Das zieht leider nicht, nee. Aber es gibt hier eine Farud, komm, lass uns hier weg. Die Mädels, wollt ihr mitkommen? Farud, sollen wir noch hier einige von den netten Damen mitnehmen? Das wäre eigentlich schon gut, wenn die noch mitkommen würden. Farud, lass uns hier abbauen. Okay. Das ist nur Zeitverschwendung. Ja, dann mal hier kommen. Ich finde das auch echt schade, dass du gerade schon so lange mit denen geredet hast und da immer noch deine Klamotten an hast, Simon. Das ist echt schlecht. Ja, das ist echt. Ich habe mich echt, ich sag mal... Also so kenne ich dich gar nicht. Ich muss mich hier ein bisschen einleben, ehrlich gesagt. Mhm. Und warte dann, bis die Sonne wieder aufgeht, ne? Ey, Mädchen, willst du auch mal abgeschleppt werden? Ah, oh, die ist... Schade. Ich glaube, diese Frau hier, Simon... Ja? Sie steht auf den Strich, als wäre sie in Lars verliebt. Ja, war gut. So, wir brauchen einen Viersitzer, ne? Ja, das soll der andere organisieren. Ja. Hi. Mit wem sprichst du denn da? Ich versuche, meinen Heli zu klären, aber irgendwie gehen die nicht dran, die Schweine. Wem versuchst du zu knallen? Ich sag, ich versuche, meinen Heli zu klären. Ein Heli?
aber die Lilan gehen nicht dran, ne? Welcher Heli? Ein Kunde, der dir 20 Euro ein spart, Heli, oder was ein Heli, mit Heli, Heli, Helikopter. Hast ein du Helikopter? Heli gehört? Ja, richtig. Ah. Weil du siehst hier nicht aus, wie als würdest du auf einen Heli warten, sondern vielleicht auf jemanden, der auf den Namen Heli hört und dir 20 Euro geben möchte. Für, ja? Ich sag mal, für eine kleine Gegenleistung. Welche Gegenleistung denn? Rate mal. Keine Ahnung. Eigentlich brauche ich nur jemanden, der mich zu den Liedern fährt, zu den OGs. Ja, das sucht hier jeder. Und wir würden dich auch gerne dahin fahren. Aber so wie ich den Farod kenne, wird er das nicht umsonst machen. Ich glaube, ich bin der Einzige, den er umsonst mitnimmt. Hör mir mal zu. Der braucht auf jeden Fall von mir gar nichts verlangen. Ja, warum? Kennt er dich schon? Nee, ich kenne dich nicht. Ich hab den schon mal... Ja, okay, wir kennen uns nicht. Dann kommst du mir nur sehr bekannt vor. Sagen wir es mal so. Du erinnerst mich an jemanden, der sehr frech war. Das kann sein. Vielleicht in den Rap-Texten, ne? Nee, nicht in den Rap-Texten. Kann es sein, dass ich vielleicht deinen Vater oder so gedisst habe? Ist dein Vater Rapper? Nee. Ah, okay. Nee, dann kenne ich dich auch nicht. Kann ich mir kurz euer Auto ausleihen? Ja, natürlich. Natürlich darfst du das nicht ausleihen. Bitte. Nee. Ja, okay, okay, komm. Aber vorher will ich eine Gegenleistung. Komm hinter den Baum. Und ich danach kann... Ich. Komm. Geh komm, Mädel. Hier sieht das auch keiner. Geh mal mit. Danach kannst du den AMG... Danach kannst du den AMG haben. Nimm mal die, steck mal die Waffe weg, wohin mit dir? Komm, das ist nicht wie schlimm. Wie redest du, wenn du sagst, steck mal die Waffe weg? Mit mir oder mit den Farod? Ja. Yeah. Keine Ahnung, das Einzige, was bei ihm eine Waffe sein könnte, wäre seine Nase, aber das war es auch schon. Ja, der hat aber zwei Waffen, oben eine und unten auch eine. Richtig. Nee. Doch. Komm Mädel, das ist doch nicht so schwer, einfach wie bei einer A Cappella, wie beim Ding, einfach nur Blasen, Blasinstrument. Du hast doch bestimmt schon mal Flöte gespielt, aber du hast musst du eine Schwester? Ich habe keine Geschwister. Oh, ja. Hast du vielleicht eine Schwester? Sorry, Bruder. Ey. Auch vielleicht eine Mutter? Doch. Nee. Mädel, hast du eine Schwester? Nein. Aber in 9 Monaten hast du eine. Boah, das wollte ich extra, ja. Schwieriges Thema, ja. So. Komm, Farod, die Alte geht lustig. Die Alte nervt hier nur rum. Ja, komm, was ist denn mit deinem Heli? Was kommt denn der Heli? Ey, Simon, das war. Ey, Simon, seit 2 Minuten und ey, Scheiße, das wird echt schlecht mit uns. Komm, Mädel. Was mach ich denn? Ey, Mädel, komm, steig ein. Komm, steig ein. Nimm dir das Geld. Ey, willst du auch einsteigen? Willst du einsteigen? Oh, geil, da liegt Geld Enzo. Auf dem Boden. Ey, Simon. Ich bin hier am Parkplatz. Wo bist du? Ey, scheiß auf Enzo, Bruder. Wir haben zwei Destiny, Frauen. Ich hasse dich so sehr, Destiny. Du bist so scheiße. Kurz, du rennst uns jedes Mal in irgendeine Kacke rein. Am Parkplatz. Wo bist du? Geh damit dir nichts passiert, Alter. Ey, Mann, wir haben aber zwei Frauen, Simon. Bitte, Bruder? Wir haben zwei Frauen. Wir haben zwei Frauen. Ja, die sind zwei Frauen. Schatz, ja. Verdammt, seid ihr Brüder oder so? Ich sag mal, eine reicht für uns zwei. Ja, das stimmt auch. Ich sag dir, wenn wir jetzt sterben, dann stirbst du auf jeden Fall nochmal. Also, es kann schon sein, dass du stirbst. Ey, Simon. Ja. Was sollen wir machen? Auf was hast du Lust? Keine Ahnung. Ey, Destiny, willst du auch feiern? Mich an, aber der ist zu verpeilt. Jetzt erzählt mal, was ist mit euch? Mädels, wie alt seid ihr denn? Inzwischen 20 und 30. Zwischen 20 und 30. Warte, ich weiß, was ich mache. Okay. Ich habe eine gute Idee. Oh nein. Ich alles gut. Wartet mal. Hallo? Ich habe eine Idee. Ich sitze gerade im Auto mit so Zwillingen oder sowas in der Art. Richtig. Wenn du uns nackt siehst, denkst du, jeder von uns hätte Zwillinge. Also die reden ziemlich gleich, aber sehen total unterschiedlich aus. Wer gefällt dir vom Optischen mehr? Simon oder Farod? Simon und Farod heißen die. Ja? Aber Simon ist der Tinder-Schwindler, vergiss das nicht, ne? Aber Simon ist der Tinder-Schwindler. Okay, das musst du jetzt nicht in das Thema von Nerd erwähnen, aber kein Problem. Wer ist das? Ist das dein Freund? Wer, was? Mit wem telefoniert sie gerade? Also mein Freund, der am Telefon ist, ne? Ist das dein Freund? Nein, das ist also mein ganz enger Freund, ja? Ein ganz enger Freund? Nein. Wir sind auch, können wir auch enge Freunde werden? Ich kann nicht drei Leuten gleichzeitig zuhören. Oder wir haben da auf dich gewartet, du hast uns die ganze Zeit da hängen lassen. Okay, warte mal. Weil das dein Kumpel, Freund, was auch immer, bestimmt mitbekommt. Und sein Name ist Loco Tony und er ist der Sohn von Mr. Bitcoin. Okay, dann sag ihm Folgendes von mir. Farod, wohin fährst du? Ich fahr kurz an einem guten Ort, wo wir da ein bisschen unter uns sein können. Wir fahren gerade an einem guten Ort, wo wir ein bisschen unter uns sein können. Sag 10 Minuten, 15 Minuten. Ey, sag mal diesem Loco, der soll mich nicht nerven, Mann. Scheiß auf ihn. Wem?
Dieser Loco, der droppt uns Ansage, Simon. Was glaubt der, wer der ist? Destiny, vielleicht kannst du ja auch erwähnen, dass du einfach in dieses Auto hier eingestiegen bist. Scheiße, Farut, sag ich. Loco, die machen Probleme. Sag dem Loco. Ich weiß nicht, wo ich bin. Hör mal, sag dem Loco, der kriegt Hausarrest, wenn er so weitermacht. Du sagst den Scheißdreck jetzt. Okay, bis dann. Was das, Alter? Kommt mir da hier irgendeiner, der sich Loco nennt und will mir hier Ansagen droppen? Hör mal, ich glaube, der tickt nicht ganz sauber. Der Loco gehört zu der mächtigsten Familie. Soll mir das etwa Angst machen? Ja. Weißt du, das Einzige, was mir Angst macht, ist mein Spiegelbild. Weil du so hässlich bist. Nee, im erregten Zustand. Was? Darf ich dir einen Tipp geben? Ja. Wenn wir in einem Auto sitzen mit zwei fremden Männern und die uns gerade irgendwo nach Nirvana, was auch immer, verschleppen, würde ich vielleicht nicht anfangen, denen zu drohen. Nee, alles gut, alles gut. Ihr braucht euch keine Sorgen machen. Aber ich habe keine Angst vor denen, ich kann Karate. Wer ist denn Loco, der Kelp? Junge, wir werden so sterben. Ich kann Karate. Ich kann auch, ich kann MMA, aber ich konnte leider noch keinen Kampf machen, weil die Leute nicht mit mir in den Bodenkampf gehen wollen. Das sagen sie alle, wenn sie Angst haben. Das stimmt, das hatte ich auch das Problem, aber ich habe im Bodenkampf, ich habe mal mit einer Frau Sparring gemacht, habe ich den Bodenkampf geschwängert. Oh mein Gott, Alter. Ja, Classic. Ich habe zwar die Runde gewonnen auf der Matte, sie aber hat dann am Ende gewonnen durch den Unterhalt. Scheiße, Alter, davor habe ich auch Angst. Ja, stimmt, stimmt. Alter. Alimente. Naja, aber ob sie da so gewonnen hat, wenn sie dafür ein Kind an der Backe hat, weiß ich ja auch nicht so ganz. Das hört sich sehr scheiße an. Was denn? Destiny? Ja? Alles gut? Ja, ich mach mir gerade Sorgen, weil wir wirklich am Arsch der Welt sind. Machst du dir Sorgen um Loco? Nein. Um wen denn? Um euch. Um uns? Macht sich um ihren Arsch Gedanken, Alter. Kann ich aber auch verstehen, um ehrlich zu sein. Also. Hey, wir haben keine Angst vor denen. Die haben Angst vor uns. Vergiss das nicht. Safe. Klar. Ey, kennt ihr eine Jones mit pinken Haaren? Ja, ja. Von ich nicht. Ja, kennst du die? Ja. Geil. Wer ist das? Ich hab die eben richtig geknallt. Zweimal. Oh Gott. Schön. Man kann hat Spaß gemacht. Also sagen wir mal so, ich hatte schon schlechtere Erlebnisse im Leben. Na, immerhin. Aber heute Nacht wird keiner davon. Ja, hoffentlich für mich ja auch nicht. Ne? Ey, Mann, mir reicht das langsam, Mädchen. Komm, du quatschst mir hier zu viel. Komm. Nee, komm raus mit euch. Komm, nee. Was ist jetzt da los? Da kannst du dir jetzt ein Taxi rufen. Nee, ich hab keinen Bock mehr. Raus mit euch. Komm. Die ganze Zeit am Reden hier, das geht so nicht weiter, komm. Komm, jetzt raus. Raus mit euch. Raus. Nice, jetzt haben wir erstmal ein Problem. So, und sag dem Loco, Toni, ich komme heute Abend zu ihm ins Kinderzimmer und dann kann er das mal erstmal vergessen hier mit dem Fernseher schauen heute. Ihn gibt's sag erstmal. Loco, wir versohlen ihn den Popo. So, scheiß drauf, Mann, Simon, das hat mir jetzt zu lange gedauert. Sollen die jetzt den Berg runterlaufen? Ja, da haben die auf jeden Fall einen weiten Weg vor sich, ne? Wir haben schon mit Auto einiges gebraucht. We'll be right back.